Was als Paar schon eine Herausforderung ist, wird für Alleinerziehende oft zum Problem. Alleinkind und Arbeit unter einen Hut zu bekommen, ist eine Herausforderung für sich. Ein alleinerziehender Elternteil steht oft noch stärker unter Druck als Paare. Denn wenn man ein Kind allein erzieht, steht man auch mit allen Aufgaben allein da. Alle Aufgaben, die neben der Arbeit anfallen, wie Haushalt, Termine, Einkäufe und Betreuung, fallen einem Elternteil zu. Das heißt, meist alles zusammen mit dem Kind zu erledigen. Ein Alleinerziehender steht immer unter Strom, denn selbst wenn das Kind schläft, muss er die Aufgaben erledigen, die tagsüber liegen geblieben sind. An dieser Stelle braucht es Hilfe von außen. Seien es Familienangehörige, Freunde, der Arbeitgeber oder unser Staat. Es gibt reichlich Hilfeangebote, die man als Alleinerziehender in Anspruch nehmen kann und sollte. Egal ob personell oder finanziell. In beiden Feldern gibt es gravierende Unterschiede vom Paar zum Alleinerziehenden. Der wichtigste Tipp ist, wenden Sie sich an eine Beratungsstelle. Diese Stellen können mit Rat und guten Tipps zur Seite stehen. Sie können helfen in Fragen der Kinderbetreuung, finanzieller Unterstützung, Kuren und anderem. Ein paar Hinweise für finanzielle Unterstützung geben wir Ihnen hier bereits vorab, damit Sie wissen, wo Sie sich Hilfe holen können. Nicht nur der Staat kann Ihnen helfen, auch Ihr Arbeitgeber hat Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist der sogenannte Betreuungszuschuss. Ihr Arbeitgeber kann Ihnen einen Teil oder die komplette finanzielle Belastung durch die Kinderbetreuung abnehmen. Das heißt, die Kosten für eine Tagesmutter, Kindergarten, Kinderkrippe und ähnliches.